In diesem Video sprechen wir über den perfekten Golfschwung und ob es ihn überhaupt gibt. Und wenn es ihn gibt, was wichtig ist. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Gibt es den perfekten Golfschwung? Ich glaube, das hat sich schon jeder Golfer mal gefragt. Kann man den Schläger auf eine Art und Weise schwingen, dass es perfekt ist? Und ich glaube, die Antwort ist nein, es gibt keinen perfekten Golfschwung. Und auch auf der Profitour sieht man alle möglichen Arten, wie ein Schläger geschwungen wird. Und daher kann es nicht eine Art geben, die richtig ist. Aber es gibt Sachen, die hat jeder gute Spieler, egal wie der Schwungstil aussieht. Und darüber möchte ich jetzt sprechen. Das Erste, was du verstehen musst, ist die Körperrotation. Und zwar, im Setup ist der Körper normalerweise gerade zum Ziel ausgerichtet, aber im Treffmoment ist so, dass der Körper bei allen guten Spielern gedrehter ist als im Setup. Das heißt, wenn ich jetzt hier relativ gerade stehe, mit dem Becken und mit den Schultern hier, dann ist im Treffmoment bei allen guten Spielern das Becken und der Oberkörper offener. Also offener heißt zum Ziel orientiert. Das passiert in jedem guten Golfschwung. Bei fast allen Hobbygolfern sehe ich, dass der Oberkörper im Treffmoment immer noch nach rechts zeigt und die Hüften oder das Becken viel zu wenig rotiert ist. Und das ist, wie gesagt, etwas, was sich sehr stark von den Elite-Golfern unterscheidet. Das Zweite, was alle guten Golfer haben, ist, dass sie, wenn der Schläger im Abschwung hier bei Schaft parallel ist, also wenn der Schaft hier ist, haben alle das rechte Handgelenk in einer dorsalen Stellung. Kein guter Golfer ist bereits im Handgelenk hier. Ich zeige das mal ganz kurz hier vor. Das rechte Handgelenk, kannst du sehen, ist hier gebeugt, kurz vom Treffmoment und nicht hier. Alle Hobbygolfer, die slicen, oder wirklich fast alle, haben das rechte Handgelenk zu gerade und wären besser dran, wenn sie das von den Profis kopieren würden. Und auf der Profitour, wie gesagt, hat jeder Golfer das rechte Handgelenk in dieser Position. Das nächste, was alle guten Profigolfer machen, alle, die einen guten Schwung haben, ist, dass sie mit gebeugten Ellbogen in den Treffmoment reinkommen. Speziell der rechte ist noch sehr stark gebeugt und befinden sich dann in einem Streckungsprozess der Ellbögen. Ja? Fast alle Hobbygolfer kommen mit einem gestreckten Ellbogen in den Ball rein und beginnen durch die Treffmomentzone zu beugen. Also es ist genau umgekehrt. Und für mich ist das ein Qualitätsmerkmal von einem guten Golfschwung, wenn sich die Ellbogen durch die Treffmomentzone bis kurz nach dem Treffmoment in einem Steckungsprozess befinden. Das nächste, was alle guten Golfschwünge haben, ist, sie haben im Aufschwung Linksseitbeugung und im Treffmoment Rechtsseitneigung. Das heißt, wenn ich jetzt hier stehe im Setup, dann kannst du sehen, wenn ich jetzt aufschwinge, dass meine linke Schulter hier hinunter zeigt. Das nennt man Linksseitbeugung. Wenn man zu flach dreht hier, dann bekommt man diesen Look, als ob man aufstehen würde. Das ist nichts Gutes. Du wirst die linke Schulter hinunter zeigen lassen, die rechte zeigt hinauf und du befindest dich in einer Seitbeugung. Und im Treffmoment befinden sich alle guten Golfer in einer Rechtsneigung. Das schaut jetzt so aus. Das brauchen Sie, damit der rechte Ellbogen eben gebeugter bleiben kann. Würde ich jetzt zum Beispiel mit der rechten Seite nicht runtergehen, dann müsste der rechte Arm zu früh strecken und dann bekommt man dieses Löffeln hier und der dynamische Loft des Schlägers würde zu viel werden. Das heißt, man würde den Ball viel zu hoch schlagen und das macht alle möglichen Probleme. Das nächste, was alle guten Golfer machen und was die meisten Hobbygolfer nicht machen, ist, sie bewegen das Griffende
wenn Sie im Abschwung sind, wenn der hier beim rechten Oberschenkel ist, hier, von der tiefsten Stelle hier hinauf. Das heißt, der Griffende geht hinauf und das erzeugt dann Schlägerkopfgeschwindigkeit. Die meisten Hobbygolfer haben die tiefste Stelle des Griffs ungefähr hier auf Höhe des Balles und bleiben hier unten. Das ist ganz, ganz schlecht. Aber bei den guten Spielern, alle, die den Ball super treffen, wenn sie hier beim Oberschenkel sind des rechten Fußes, kurz vom Treffmoment, bewegt sich das Griffende hinauf und das bekommen sie eben durch die Körperstreckung, von dem ich in einigen Videos ja bereits gesprochen habe. Ich hoffe, ich habe dir einen kleinen Einblick geben können in die Welt des perfekten Golfschwunges. Natürlich gibt es noch viel, viel, viel mehr Sachen. Und hier oben habe ich noch ein ganz interessantes Video, das du dir vielleicht auch zum Thema Körperdrehung noch einmal anschauen solltest. Also, ich hoffe, wir sehen uns gleich drüben. Tschüss!